Hallo, ihr Schnuckis. Heute so ein halbes Bastelbild, weil ich habe ja meine Diamond Painting Dinger. Und wie ich die haltbar mache, das zeige ich euch jetzt, weil wenn man das so an der Wand hat und das eine Sonne drauf scheint oder sowas, dann können die sich schon mal lösen. Und meine Idee, wie ich es haltbar mache, ja, das ist halt jetzt heutiges Thema für den Mittwoch. Ich habe einfach als Beispiel hier so ein kleineres Bild genommen, damit man das halt auch erkennen kann, was ich denn da tue und nicht so ein Riesending, weil da muss man halt auch ein bisschen mehr sich bewegen. Das erste, was ich gemacht habe, ist mit so einer Gummirolle einmal alles festgedrückt. Hilft nicht ganz so viel. Ich bin trotzdem nochmal mit der Hand drüber, um zu gucken, ob noch irgendwo ein erhabener Stein drüber ist. Und da muss man halt ein bisschen Feingefühl hat, aber jeder, der das mal gemacht hat, der weiß eigentlich, wenn man da so drüber geht, da ist irgendwo, merkt man das schon, wenn da was hochsteht oder nicht. Aber das ist eine kleine Hilfsalternative, damit das schön fest an das Klebedings, was hier drunter ist, auch hält. Dann habe ich mir so günstigen Kleber geholt. Das ist Tacky Glue aus dem Action. Man kann aber auch sämtlichen anderen Kleber nehmen, der transparent trocknet oder auch Leim. Und ein bisschen mit Wasser gestreckt. Ich habe hier noch eine volle Flasche, weil die hatte ich schon mal verwendet für solche Projekte. Ich weiß gar nicht, doch, der fließt noch alles gut. Und dann nehme ich mir das einfach und so ein Spachtel. Man kann das aber auch mit einem Stück Papier machen oder mit einem Pinsel. Völlig egal. Da klatsche ich mir einfach ordentlich Kleber drauf. Und dann reibe ich das dann da so in die Zwischendinger rein. Ja. Kann man auch hervorragend für Kleber Reste machen. Dann nehme ich mir einfach den Spachtel und streiche das hier so drüber, dass ich überall Kleber habe. Das glänzt danach immer noch. Ich weiß nicht, ob das eventuell bei matt abtrocknetem Kleber anders ist. Nur sollte man da auch nicht zu lange, also wenn man einen Kleber hat, der schnell trocknet, muss man da sich ganz dolle beeilen, weil sonst zieht man dann die Steine wieder raus. Ich habe jetzt alles geweißt, also man sieht das auch schon, wo überall der Kleber ist. Das muss jetzt durchtrocknen, wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich finde das auch in Ordnung, wenn hier am Rand ein bisschen was ist, ne, damit das dann schön festklebt. Wenn so ein Spachtel nicht vorhanden ist, kann man auch ein Küchenmesser nehmen. Oder so ein, ich will mal Kuchenspachtel. Also so ein, habe ich doch hier rumfliegen irgendwo her. Hier so ein Ding. Geht genauso gut. Das Bild ist jetzt fertig. Na, ich habe jetzt alles hier trocken und das Ding heißt Teigschaber und nicht Kuchenspachtel. Warum mein Kopf das so interpretiert, aber ihr wisst ja, was es ist. Ja, man sieht, es glitzert noch. Es ist alles schön glänzend abgetrocknet. Was halt ist, man kann es nicht mehr biegen. Ne? Das ist jetzt hier ordentlich fest. Eine leichte Flexibilität ist noch da. Da kriegt man es auch gut fest auf dem Bilderrahmen. Aber das ganze Ding ist jetzt fixiert, da fällt nichts mehr ab und ich kann das Ganze auf einen Keilrahmen machen oder irgendwie anders an die Wand anbringen, in einem Bilderrahmen ohne Glas, weil das ja ein bisschen dicker ist als normales Papier. Und dann kann das schon verschenkt werden. Jo, das ist mein Video für heute und wir sehen uns dann bald beim nächsten Mal. Ciao, ciao!